So, guten Morgen. Ja, heute ist die zweite Vorlesung in unserer Lehrveranstaltung Makro 2. Es geht heute um eine Erweiterung der keynesianischen Analyse auf die sogenannte offene Volkswirtschaft. Und dabei versteht sich sehr viel. Es gibt sehr viele Varianten von diesem Begriff. In der Übung wird das vertieft. Es gibt zunächst einmal die Offenheit bezüglich der Importe und Exporte von Gütern und Dienstleistungen, also die Beiträge zum BIP, die wir kennen, also alles, was man in der Zeitung liest. Die Offenheit kann erweitert werden, und wenn Sie im Kapitel 11 rumstöbern, werden Sie viele Hinweise auf die Kapitalmobilität sehen, und das ist eigentlich der Gegenstand von heute. Was passiert, wenn die Volkswirtschaft geöffnet wird zu Kapitalflüssen? Das heißt, nicht nur Güter und Dienstleistungen werden getauscht, sondern auch Finanzaktiva, also Verbindlichkeiten von Banken, von Nichthaushalten, also Unternehmen zum Beispiel oder sogar von Haushalten, werden auch gehandelt. Und das führt dazu, dass noch eine Erweiterung der Nachfrage nach Devisen entstehen. Und das hat Rückkopplungen auf die Geschehnisse der Devisenmärkte. Und das kann unter Umständen zu sehr gewaltigen Bewegungen der Wechselkurse führen. Und diese Bewegungen haben Rückkopplungen auf die Nachfrage. Insofern haben wir den Schluss gezogen, den wir letztes Mal gezeigt haben, wie diese Rückkopplungseffekte nicht nur auf die reale Wirtschaft beschränkt sind, sondern auch durchaus auf die internationalen Kapitalmärkte ausbaubar sind. Und das heißt auch, dass die Geldpolitik nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland eine Rolle spielt. All diese Dinge werden heute erstmal angefasst. Simon Foot wird das in den Übungen vertiefen. Wir werden es auch formal mathematisch heute ankratzen, aber nicht richtig zu Ende machen. Ich werde mal die Methode des totalen Differentials aus der Differentialrechnung einführen, um eine Möglichkeit, das Gleichgewicht, diesen Dschungel der gleichgewichtigen Relationen zu durchschneiden, und dann gibt es die Ableitung des Multiplikators. Also diese Dinge sind direkte Verwendungen des Handwerkzeugs, das Sie aus der Mathe im ersten und zweiten Semester gelernt haben. Es hat tatsächlich auch weiterführenden Verwendungen in unserem Fach und in anderen Fächern. Also heute ist die Zusammenfassung wie immer so, dass wir die letzte Vorlesung noch einmal darauf schauen und sehen, was da passiert ist. Wir hatten nicht ganz zu Ende leider alles abgeleitet. Deshalb werde ich heute auch ein bisschen mehr von dem Multiplikator erzählen. Also von der Logik zunächst einmal und dann von der formalen Darstellung, wie man diesen Multiplikator versteht und mathematisch erfasst. Und ich hatte auch dieses Rezept angegeben, also diese Schritte. Das ist auch wichtig für Sie. Ich möchte von keinem hören, dass man es nicht in der Vorlesung gesehen hat. Es ist Makro 2. Wir machen es ein bisschen tiefschürfender als in sonstigen Lehrveranstaltungen, also vor allen Dingen in Makro 1. Wir machen dann, springen sofort zu den Folgen der internationalen Kapitalmobilität. Für eine offene Volkswirtschaft ist es sehr, sehr wichtig. Denken Sie mal an ein Land mit einem flexiblen Wechselkurs in der letzten Zeit, das sehr, sehr gelitten hat, Island. Man kann auch Griechenland auch mit einbeziehen als Beispiel eines kleinen Landes mit festem Wechselkurs, mit dem festen Wechselkurs, den es geben kann, das System einer gemeinsamen Währung. Und dann gibt es so eine Alternative wie Dänemark, legt den Wechselkurs der dänischen Krone zum Euro fest durch Zentralbankpolitik. Das möchte ich alles erläutern. Kann man in einem Spektrum sehen, politische Möglichkeiten der Zentralbankpolitik. Und natürlich im Euroland sind wir als kleines Deutschland in einem großen Euroraum auch sozusagen eine offene Volkswirtschaft mit festen Wechselkursen. Aber nicht ganz, weil der Euro natürlich auch gegenüber dem Dollar und dem Renminbi sich bewegt. Insofern ist es die Mischanalyse ist manchmal sehr wichtig, wenn Sie die Praxis einbeziehen will. Aber zunächst mal theoretisch. Wir werden eine komparative statische Analyse
der Volkswirtschaft bei festen Wechselkursen zunächst einmal vornehmen. Das ist relativ einfach, relativ simpel von der Analyse her. Und dann werden wir dann, wenn die Zeit es noch erlaubt, die flexible Wechselkursbildung mit einbeziehen. Dazu gehört auch noch ein paar zusätzliche Begriffe. Internationale Finanzarbitrage zum Beispiel wird in Erwägung gezogen als eine Erklärung für flexible Wechselkurse. Das ist alles sehr spannend für die Leute, die Finanzierungswissenschaft machen. Aber wir werden das alles nicht unbedingt machen können. Aber wir werden wenigstens sehen, was die Tendenzen sind, was bestimmt die Tendenz einer Auf- oder Abwertung im internationalen System, wenn man flexible Wechselkurse anstatt von festen Wechselkursen hat. Insofern ist dieser Punkt 5 eher anwendbar auf die Situation des Euroraums oder Großbritannien oder Schweden zum Beispiel, wo die Wechselkurse weitgehend durch den Markt bestimmt wird, beziehungsweise durch eine Begleitung der Zentralbank, die nicht gegen den Markt steuert, sondern nur glättet. Oder es gibt Punkt 4, also was für uns innerhalb des Euroraums sehr wichtig ist oder innerhalb eines europäischen Währungssystems der 70er, 80er Jahre, wenn beide Zentralbanken oder eine Zentralbank unilateral den Wechselkurs festlegt. Und wir werden das alles mal mit Hinblick auf die internationale und einheimische Geschehnisse am Kapitalmarkt. Sehr wichtig, das alles zu verstehen. Und dann habe ich eine schöne Tabelle zum Schluss, das eigentlich als eine 2x2-Tabelle zu verstehen ist, um die vier wichtigsten Möglichkeiten der Analyse einer keynesianischen Volkswirtschaft bei Kapitalmobilität zur Analyse steht. Okay, letztes Mal hatten wir das Semester über so ein bisschen zusammengefasst, in der Hoffnung, dass wir alles hinbekommen. Ich habe das allgemeine Makrogleichgewicht noch einmal dargestellt. Das hatten wir zum Ende des letzten Semesters angeschnitten, aber nicht ganz vollständig. Wir haben das mit geschlossener Volkswirtschaft, also die gesamte Welt oder die USA oder Euroland, wo die Exporte zwar wichtig sind, aber anteilig am BIP vielleicht 10-20% des Geschehens ausmacht. Nicht unbedingt wie Belgien 50% oder Deutschland 50%, ist schon eine andere Dimension. Und das werden wir heute noch einmal angucken. Dann haben wir angesprochen, wie die Eröffnung dieses Modells zum Ausland hin geht. Also die erste Situation wäre einfach mal nur die Güter und Dienstleistungen in Erwägung zu ziehen. Also ein Land exportiert Güter und Dienstleistungen, das haben wir mit X bezeichnet, vorwiegend von der Situation im Ausland. Inland hat keinen großen Einfluss darauf, bis auf den Wechselkurs. Dann gab es die Importe, die vorwiegend von dem gleichen Wechselkurs beeinflusst wird, die Importe werden auch von dem inländischen BIP oder von der inländischen Nachfrage mitbestimmt, nämlich wenn das Einkommen im Inland erweitert oder sich ausweitet, wird die Nachfrage bei gegebenen relativen Preisen sowohl für die inländischen Produkte als auch für die ausländischen Produkte erhöhen das wird dazu führen, dass eine Erhöhung des BIP im Inland tendenziell zu einer Verschlechterung des PCA als Außenbeitrags zur gesamtwirtschaftlichen Nachfrage führt. Wir hatten das mal abgebildet als PCA-Kurve. Und dann haben wir auch festgestellt, dass diese relativen Preise auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist auch zentral in der Diskussion um den Euro, nicht? Also dass die relativen Preise, auch wenn die Preise nominal relativ rigide sind, in der kurzen Frist über die Zeit hinweg kann das zu Ungleichgewichten führen oder kommen, dass ein Land zu teuer wird und die Importe chronisch zu hoch sind oder man wird zum Beispiel im Fall Deutschlands vielleicht zu kompetitiv und zu viel exportiert und Überschüsse anhäuft ohne Ende. Diese Dinge kann man auch sehr leicht mit der PCA-Funktion verstehen. Und wenn man diese PCA in die gesamtwirtschaftliche Nachfrage einbauen sollte, dann hat man ein viel besseres Bild, gerade in Europa, von den Faktoren,
sprich von unserer Mantra, unserer makroökonomischen Identität, welche Einflüsse auf das BIP zu erwarten sind. C plus I plus G plus PCA. Wenn Sie das auswendig lernen, haben Sie die vier Quellen der Nachfrage, die jeden Politiker beschäftigt, wenn man fragt, ja, wo geht es hin mit Deutschland oder mit Frankreich? Also Konsumausgaben, Investitionsausgaben der Firmen, Staatsausgaben für Güter und Dienstleistungen direkt als Eingriffe in den volkswirtschaftlichen Kreislauf und zum Schluss der Beitrag des Auslands als Nettobetrag zwischen Exporter und Importer, allgemein aufgefasst inklusive zum Beispiel Dienstleistungen, die man sonst nicht sehen kann, sondern tatsächlich da sind und uns Nutzen stiftet, also zum Beispiel Versicherungsleistungen oder Tourismus und so weiter. Das in dieser breiten Auffassung ist die ganze Musik, nicht? P, C, A als Ergänzung unserer normale C plus I plus G als Quellen der Nachfrage. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir den Multiplikator einfach dargestellt und jetzt ist die Rückkopplung erweitert, nicht nur um die Auswirkungen der Ausgaben der Konsumenten, also das heißt die Rückkopplung über das Einkommen der Haushalte, sondern auch über die Rückkopplungen der Einkommen auf die Importe. Und zwar ist der Einfluss nicht mal positiv, sondern negativ. Das heißt, wenn man die Einflüsse der ausländischen Faktoren, Importe und Ausfuhr hinzuzieht, wirkt das negativ auf den Multiplikator. Also diese PCA-Funktion führt dazu, dass die grafische Analyse über die DD-Kurve, diese DD-Kurve flacher wird und jegliche exogene Verschiebung der Nachfrage nach oben führt zu einem dementsprechend kleineren Multiplikator. Die induzierten Effekte werden demzufolge kleiner. Und das ist ganz logisch. Sie brauchen nicht mehr viel darüber nachzudenken, aber denken Sie mal an die Auswirkungen einer fiskalpolitischen Politik in Deutschland, wenn man zum Beispiel eine neue Autobahn baut und jetzt heutzutage ist es so, dass Autobahnen oder solche öffentliche Projekte öffentlich und international ausgeschrieben werden müssen. Das heißt, es ist gut möglich, dass die Franzosen mit einem guten Angebot kommen, nicht? Und die deutschen Firmen ausstechen. Das ist eigentlich EU-Politik und das ist auch fair so, das ist auch gut für die Steuerzahler. Aber auf jeden Fall würde das dazu führen, dass dieser G nicht unbedingt in inländische Nachfrage fließt, sondern tendenziell auch zum Teil ins Ausland fließt. Aber selbst wenn Deutschland alles für deutsche Produktion in der ersten Runde ausgibt, induziert das eine Nachfrage bei den Konsumenten, die mehr verdienen und die würden es teilweise auch für Güter im Ausland ausgeben. Das ist nicht negativ anzusehen, es ist vielmehr Wohlfahrt steigernd, wenn wir dieses Angebot haben, aber es ist Fakt und wir müssen bei der kühlen Analyse der Nachfrage das mit einbeziehen. Und das ist deshalb so, dass der Multiplikator zu einer tendenziell in eine negative Richtung geht, wenn man die Wirtschaft öffnet. Und mit der Folge, dass eine Volkswirtschaft wie Griechenland zum Beispiel mit einem viel größeren Höhenoffenheitsgrad wie zum Beispiel die USA, würde man erwarten, dass der Multiplikator, die fiskalische Auswirkung sowohl im positiven als auch im negativen tendenziell kleiner wäre. Das heißt, wir müssen immer das Ausland mit einbeziehen. Das würde auch heißen, dass eine Fiskalpolitik selbst in Deutschland, ein großes Land, auch ein bisschen klein wirkt, wenn 50% oder 45% der induzierten Nachfrage ins Ausland schwappt, auch für den Import von Vorleistungen für die Produktion. Das heißt trotzdem, die Nachfrage betrifft die eigene Volkswirtschaft nicht mehr in der zweiten und dritten und enden Runde. Und das werden wir in der Übung vertiefen, also einfach diese Kurvenschieberei, wenn Sie wollen. Ich bin fest überzeugt, dass für viele Leute das eine ganz, ganz wichtige Basis ist. Man kann das natürlich auch mit dem Rechner und mit allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, die wir später in dieser Vorlesung machen, wir können das vertiefen. Aber letztendlich, was wichtig ist, ist die schnelle Intuition,
Hauptsache, sie liegt richtig, aber einfach mal die Tendenz zu beurteilen. Deshalb brauchen wir immer diese grafische Analyse, und wenn Sie das gut verstehen, können Sie weitermachen. Also es wird hier darum gehen, wann verschiebt sich die IS-Kurve oder wann kommt die TR-Kurve in Bewegung und was hat das für Auswirkungen, und je nachdem, wie die Steigung der einen oder anderen Kurve ausfällt. Das heißt, es ist alles bedingt. Also die Auswirkungen einer Fiskalpolitik kann man nicht unbedingt, und das ist falsch, wenn man das tut, sagen, also in jedem Land führt zu einer 3%, also eine 1%ige Erhöhung des Outputs wird, oder der Ausgaben führt zu einer zweimal so hohen Ausweitung der Nachfrage. Das kann man nicht uneingeschränkt sagen. Man muss sich immer das maßgeschneidert sehen für das Land, wo es gerade zutrifft und oder bezogen, worauf es bezogen wird. Das beste Beispiel dafür ist das war ein Fehler, muss man auch offen sagen, des IWF, wie der IWF die Auswirkungen der fiskalischen Austerität in Griechenland beurteilt hat. Offensichtlich hat man da den Multiplikator viel zu hoch, zu niedrig eingeschätzt. Man hat die griechische Volkswirtschaft das viel zu offen geschätzt, und diese Fiskalpolitik, diese Austerität, Kürzungen der Staatsausgaben, Erhöhungen der Steuern hat viel, viel stärker negativ auf die Nachfrage ausgewirkt, als der IWF das prognostiziert hat, mit der Folge, dass die griechische Wirtschaft nicht nur ein bisschen in die Rezession geglitten ist, sondern es ist wirklich gestürzt. Also insofern ist es wichtig, eine bedingte Analyse mit Informationen über die Volkswirtschaft in die Analyse einzubringen. Gut, also Multiplikator, was war das noch einmal? Wir wollen erfassen, wie eine theoretisch exogene Veränderung einer endogenen Reaktion auslöst, und vor allen Dingen, gerade in Bezug auf BIP, gibt es zwei Teile. Es gibt den Direkteffekt, zum Beispiel der Staat, nehmen wir Griechenland noch einmal, die griechische Regierung kürzt die Ausgaben um 1 Milliarde Euro, das heißt, der direkte Einfluss auf das BIP in diesem Jahr wird 1 Milliarde im Negativen sein. Nicht? Das ist der direkte Zugriff oder Griff in den volkswirtschaftlichen Kreislauf. Und dann die Frage geht los, was passiert danach? Und diese endogene Reaktion über die Konsumfunktion, und jetzt erweitert, jetzt gleich um PCA, ist gerade, da spielt die Musik. Nicht? Was ist die Empfindlichkeit der Konsumausgaben auf diese exogenen Veränderungen? Das ist sozusagen der Multiplikator. Und wir reden jetzt von verschiedenen Multiplikatoren in dieser Vorlesung. Hier geht es um den sogenannten Fiskalmultiplikator. Es geht ohne Berücksichtigung der Geldmärkte und Zins und so weiter. Wenn Sie die Analyse bei der Europäischen Kommission durchführen wollen, dann müssen Sie die Rückkopplungen mit einbeziehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Zins reagiert oder dass es zu einer Reaktion des Wechselkurses, wenn Sie eine offene Volkswirtschaft mit flexiblen Wechselkursen hat. Aber hier geht es nur um die Fiskalmultiplikator-Analyse. Das wie Keynes, das manchmal wird es auch als keynesianische Multiplikator bezeichnet. Und es geht wirklich darum, wie man das alles mal erfasst. Und wir hatten letztes Mal diese diagrammatische Analyse, sehr schön mit einem 45-Grad-Linie. Das ist einfach, um die Intuition zu steigern. Diese Fälle gibt es in vielen Fächern der Volkswirtschaftslehre. Wenn wir eine Gleichgewichtsbedingung draufgelegt haben auf eine Verhaltensfunktion oder Gleichung, was gibt es denn für einen Ruhepunkt, eine Ruhelage dieses Gleichungssystems? Das ist genau der Schnittpunkt der DD-Kurve, dieser positiv geneigten Kurve, in der Abhängigkeit von, also der Nachfrage von Einkommen, von Output. Und dann haben wir diese 45-Grad-Linie als Gleichgewichtsbedingung. Das hatten wir mal grafisch letztes Mal gezeigt. Und ich sage Ihnen, zum Ende dieser Vorlesung werden wir die Erwartungsbildung einbeziehen. Das ist höchst kompliziert. Man hat auch sehr, sehr viele offene Kapitel in unserem Fach. Wenn man das machen will, muss man den Rechner unbedingt anschmeißen. Nicht? Da redet man von DSG-Modellierung und so weiter. Aber letztendlich geht es immer noch um einen Multiplikator, mit welcher Größe auch immer. Nicht? Und wenn die Gelehrten sich streiten über die Auswirkungen
eine, zum Beispiel eine Investitionsinitiative in Deutschland, geht es wirklich um diese Frage. Inwiefern wird die Volkswirtschaft das rückgängig machen bezüglich der Nachfrage, was die deutsche Regierung, die europäische Regierungskonferenz oder Ministerkonferenz machen will, indem es bestimmte Rückwirkungen gibt, die verstärken oder abschwächen. Nicht? Und das ist maßgeblich durch zwei Faktoren. Es ist wie bei Nachfrage und Angebot in der Mikroökonomik. Es gibt die Steigung der Kurven zum einen und gibt es das Ausmaß der Verschiebung zum anderen. Nicht? Das heißt, es gibt zwei Gründe, weshalb eine Fiskalpolitik scheitert. Einmal in dieser Analyse, einmal kann es sein, dass man nicht genug Gas gegeben hat oder man nicht die Bremse genug gezogen hat, je nachdem, was man machen will. Da gibt es sehr viel Kritik an den europäischen Regierungen, dass sie nicht schnell genug reagiert haben auf die Schuldenkrise, und deshalb ist die Rezession größer geworden. Das ist eine Kritik, die man durchaus vertreten kann. Oder dass die Obama-Regierung, auch wenn sie 770 Milliarden, das ist eine Menge Geld, in zwei Jahren, 2008, 2009 ausgegeben haben, sei es nicht genug gewesen. Das heißt, die Verschiebung der Kurve war nicht genug bei gegebenen Steigungen der Kurven. Oder man kann auch sagen, die Steigung der Kurven waren die Hindernis oder das Hindernis. Also es gab die Argumentation, dass die TR-Kurve, also die Reaktion der Zentralbank in Europa, viel zu stark war, hat die Zinsen gleich angehoben, als man tatsächlich das kleinste Zeichen einer Erholung der Wirtschaft gesehen hat. Das könnte auch den Multiplikator beeinflussen. Das werden wir formal gleich sehen. All diese Dinge fließen in die Analyse ein. Und Simon wird das auch gründlich mal durchnehmen, weil das auf jeden Fall klausurrelevant ist. Nicht? Die Anwendung der Mathematik, worauf wir sehr stolz sind, wir sind Mathe besessen, ich bin kein Mathematiker, aber wir benutzen die Mathe, um uns ein bisschen zu helfen, durch den Dschungel zu kommen, weil der sonst sehr, sehr schwer ist. Okay? Also es gibt tatsächlich Schätzungen, also man versucht das zu schätzen, also entweder mit einem einfachen Modell oder mit einem etwas aufwendigeren Modell. Hier geht es um die Bundesbank, Schätzungen von der Auswirkung von einer Erhöhung. Und das sind nicht unbedingt in der Form eines Multiplikators, wie wir das kennen. Das ist für uns dy, dg, Querbalken. Aber hier ist es mehr so prozentual, auf prozentual bezogen. Das heißt, egal wie groß die Volkswirtschaft ist, kann man das vergleichen. Und es ist vielleicht in bestimmten Anwendungen wichtiger oder interessanter. Und also Sie sehen, dass hier noch die Dynamik kommt. Das heißt, es gibt die erste Runde, die wird am meisten in den ersten Quartalen sich abspielen. Dann kommen die weiteren erweiterten Reaktionen der Konsumenten und der Importeure, die Importwirtschaft. Diese Multiplikatorenanalyse wird auch erweitert um eine Empfindlichkeit der Investitionsausgaben auf den Zins. Also das ist die sogenannte Erweiterung des keynesianischen Begriffs auf die gesamte Nachfrage mit Rückkopplung auf die Finanzmärkte. Und das ist für die Politik sehr, sehr nützlich. Man sieht auch für den Euro-Bereich schon eine gewaltige Möglichkeit. Es ist eine einprozentige Erhöhung der Staatsausgaben kurzfristig zu ungefähr 1,4-prozentige Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und Output. Aber die klingt ab. Klar, es gibt Reaktionen, die dazu führen, werden wir auch sehen in weiteren Vorlesungen. Und je geschlossener der Volkswirtschaft, desto höher in der Regel diese Multiplikator. Das trifft bei Japan und auf jeden Fall zu. Und im Vereinigten Königreich entsprechend weniger. So, ich möchte jetzt mal mit, es ist jetzt ein kleines Experiment, ich werde es versuchen, mit dem Stift etwas abzuleiten. Es geht hier um die komparativ-statische Analyse, zunächst einmal ohne. Also wir werden einfach mal die die Intuition haben wir schon letztes Semester gemacht, aber ich wiederhole das noch einmal.
Die komparativ-statische Analyse heißt einfach, was passiert, wenn einer von diesen Kurven oder beide in Bewegung kommen und weshalb? Ich meine, die Volkswirtschaftslehre verhilft uns zu denken, zu Analysen zu ermöglichen, die sonst zu kompliziert wären. Also wenn Donald Trump irgendwie aufsteht und sagt, ich senke die Steuern, das bringt die Wirtschaft in den Schwung. Ich meine, er hat dieses nicht im Kopf. Und es mag durchaus sein, dass er recht hat, dass es stimmt. Ja, aber wir Volkswirte können besser. Wir können das auch verstehen. Wenigstens die wichtigsten Übertragungskanäle identifizieren. Und deshalb ist diese Intuition der Kurven ganz schön wichtig. Und wir können das mathematisieren mit dem Vorbehalt, dass diese Mathematisierung durchaus komplexer und intertemporaler werden kann. Ja, und es geht zunächst einmal um diese Zuhilfeziehung der Differentialrechnung. Also wir werden, Sie wissen ja, was eine Ableitung ist, die Idee eines totalen Differentials ist nichts anderes als eine Vorstellung, was passiert, was kann passieren, wenn gleich alles auf einmal oder wenig und diese Gleichgewichtsbedingung muss trotzdem eingehalten werden. Und diese Bedingungen sind für uns IS-Kurve, das ist das Gleichgewicht am Gütermarkt, beziehungsweise Güter- und Dienstleistungen, oder die TR-Kurve, das umfasst die Geldpolitik, die Relation zwischen dem Zins, den die Zentralbank setzt, und die Wirtschaftslage. Okay, wir machen nicht mehr ISLM, wir machen ISTR, das ist moderner. Und dann kann man sehen, genau worauf es ankommt, was bestimmt den Anstieg dieser Kurven. Und wie gesagt, diese Analyse ist durchaus erweiterbar. Wir können das nächstes oder übernächste Stunde noch einmal machen. Und dann gibt es die zweite weiterreichende Analyse. Das ist die sogenannte die Ableitung des Multiplikators. Also was die zweite Punkt angeht, ist die mathematische Ableitung der Steigung der Kurve jeweils. Das heißt, die exogenen Verschiebungen sind alle ruhig, wir haben die alles stillgestellt und wir fragen uns, was passiert, wenn ich entlang dieser Kurve mich bewege. Okay? Deshalb ist die Differentialrechnung wichtig, aber die wichtigsten Dinge, die wir bei einer Multiplikatorenanalyse machen, werden gleich null gestellt. Dann leiten wir die Steigung dieser Kurve direkt ab. Und der dritte Schritt ist einfach, dann sagen wir, okay, gegeben meine Analyse, was passiert, wenn einer von diesen oder mehrere von diesen exogenen Dingen tatsächlich in Bewegung kommen? Was passiert mit Y und mit I? Das sind meine endogenen Variablen von Interesse. Nächste Woche werden wir S mit einbeziehen. Also der Wechselkurs wird auch interessant für uns. Aber zunächst einmal, sehen Sie, offene Wirtschaft zunächst ohne Kapitalmobilität. Das heißt, wir werden den Wechselkurs mehr oder weniger als gegeben annehmen, um einfach mal unser Verständnis zu vertiefen. Das kann man alles machen. Und daher kommt die Verwendung der Cramerschen Regel ganz deutlich wuchtig auf Sie zu. Das heißt, Sie müssen verstehen, was das heißt. Man hat bei Analysen von mehreren Gleichungen hat man ein Gleichungssystem in den Differentialen. Man kann tatsächlich nach den endogenen Veränderungen lösen, als Funktion von den exogenen. Und dann kann man beliebig ein- und ausschalten, das, was man nicht oder wofür man sich interessiert. Dann hat man beliebige Möglichkeiten, alle möglichen mathematischen Reaktionen zu studieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Methode. Ja, komparative statische Analyse formal mit Hilfe der Cramerschen Regel. Warum? Weil man ein Gleichungssystem hat. Und wenn Sie mehrere Gleichungen haben, als ich mal in Göttingen studiert habe, hat der Professor ja auch immer vier oder fünf Gleichungen aufgeschrieben. Also das kann man auch mit Cramer machen. Ja, also ich mochte den Jarchow sehr gerne, aber ich finde, das war ein bisschen überzogen. Ich meine, hier haben wir so eine ganz straffe Formulierung, viele Dinge kann man einfach ignorieren. Nicht? Also es interessiert mich nicht, aber alle endogenen Variablen als Funktion von den exogenen Variablen, man hat sozusagen ein N mal N-System und es geht um die Inversion oder die Formulierung von Inversen von n mal n Matrizen. Und wenn man 2 mal 2 hat, n gleich 2, ist alles viel einfacher. Das kann selbst ich invertieren, ohne das nachzuschlagen. Das können Sie auch, ja? Okay. Ja, dann machen wir das mal.
Also ich werde erstmal die Ableitung der IS-Kurve formal machen, als Gleichgewichtsbedingung. Das ist die Wiederholung. Sie haben es schon mit meinen Mitarbeitern im letzten Semester machen. Kleine Erinnerung, die IS-Kurve, negativ geneigt im Output-Zinsraum. Die Idee ist einfach, alle Punkte im Output-Zinsraum, Zins-Output-Raum, wie Sie wollen, die mit Gütermarktgleichgewicht konsistent sind. Okay, das heißt, wir müssen im Prinzip nur mal die aggregierte Nachfrage, unsere mantraartige Y gleich C plus I plus G plus PCA in Bewegung setzen. Das ist eine Tautologie, aber Keynes hat gesagt, bei bestimmten Bedingungen ist das eine kausale Bedingung, kausale Relation. Also rechte Hand wirkt kausal auf die linke Seite. Und so denken die Wirtschaftspolitiker eigentlich und die denken nicht falsch. Also wenn man wirklich in Berlin, in Deutschland irgendwie mal 10% mehr für Lehrer und Professoren ausgeben würde, würde das eine gewaltige Auswirkung auf die Nachfrage haben. Es mag sein, dass es blödsinnige Politik wäre, aber die makroökonomischen Auswirkungen sind für uns nicht, also ganz klar, das würde irgendwie mal ganz deutlich, eindeutig auf G auswirken. Und genauso, wenn man irgendwie sich entschließen könnte, mal den Berliner Flughafen endlich mal zu bauen. Ja, das würde natürlich auch für Auswirkungen, aber das hat schon Auswirkungen. Ich mache jetzt die Taylor-Regel erstmal weg, wir kommen darauf zurück, aber es geht hier um die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Also endogene Variablen sind Y und I und wir hatten mal die Kurve schon, ich zeichne sie mal schön, das ist meine IS-Kurve. Hier ist der Nominalzins gleich Realzins, weil die Inflation gleich Null untergestellt wird, also einfach als theoretische Ausgangsposition. Und hier ist Output Y. Nicht negativ geneigt. Warum? Weil eine Zinserhöhung von einem Gleichgewichtspunkt ausgehend negativ auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auswirkt, vorwiegend über die Investitionen. Man kann auch andere Kanäle formalisieren, aber wir werden nur die Investitionen mal in Betracht ziehen. Hier haben wir eine Situation, wo es mit der Nachfrage nicht ganz ausreicht, um Y auszuschöpfen. Also das heißt, wir haben Überschussangebot an Gütern und man kann eigentlich das Gleichgewicht wiederherstellen, wenn Output kleiner ist. Und wenn Output kleiner ist, haben wir eine Linksbewegung und das heißt, diese beiden Punkte liegen auf der besagten Relation. Man kann das beliebig in beiden Richtungen machen. Was passiert, wenn die Zinsen niedriger sind? Das steigert die Investitionen, Ausgaben, ceteris paribus. Und bei Y gegeben, wäre das zu wenig produziert. Das heißt, die Output-Leistung muss erhöht werden, um quasi diese Nachfrage zu befriedigen. Und das heißt, dieser Punkt wäre auch auf der IS-Kurve. Das ist die logische Folge der Überlegung, Output wird von der Nachfrageseite bestimmt. Folge der keynesianischen Nachfrage. Also wenn die Preise in Bewegung kommen, kann das durchaus anders sein, aber es ist keine keynesianische Analyse. Okay? Wie gesagt, von Quartal zu Quartal ist es eine ganz, ganz gute Erfassung der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, die uns interessieren. Man darf nicht zu kurzfristig denken, aber es ist ja auf jeden Fall so. Ja, okay, und das kann man formal darstellen. Nicht? Der Anstieg der IS-Kurve mit Hilfe der Mathematik. Das machen wir jetzt. Okay? Aber ich möchte es sehr ausführlich machen, damit Sie alle nicht sagen können, Sie haben es noch nie gesehen. Also das heißt, es lohnt sich ja immer in die Vorlesung zu kommen, nicht nur zu Simon, weil er so toll aussieht. Und also. Aber zunächst einmal müssen wir die funktionale Beziehungen mal darstellen. Hier habe ich nur eine Identität. Paul Krugman hat gesagt, Identitäten sind toll, Studenten sollen es auf jeden Fall lernen, aber es langt nicht. Nicht? Also es geht um Theorie. Und wir hatten das alles letztes Jahr gelernt, letztes Semester. Wir haben die Konsumfunktion und wir hatten, also es gibt viele Darstellungsweisen einer Konsumfunktion, aber vorwiegend sind zwei Faktoren, die uns lieb und wichtig sind. Und das ist zunächst einmal Einkommen selber.
Das heißt, das Y ist nicht nur Output, es ist auch nicht nur BIP, sondern es ist auch Einkommen. Und Einkommen geht in die Einkünfte der Haushalte. Die Haushalte, ob reich oder arm, verdienen auch irgendwie am BIP. Und es gibt auch Steuern dazu. Die Steuern werden abgezogen. Ich werde das mal einfach der Einfachheit halber als Pauschalsteuern abziehen. Nicht? Da können wir die Fiskalpolitik schon anfassen, aber nicht zu nah. Also das ist vielleicht für weiterführende Veranstaltungen. Dann haben wir eine Abhängigkeit von Vermögen. Und ich mache auch einen Querbalken drüber, weil das Vermögen der Haushalte sich nicht unbedingt in Bewegung kommt in Reaktion auf diese Faktoren, sondern eher mal Bewertung der Aktienmärkte, die Immobilien in Berlin, sind sie niedrig oder hoch bewertet? Oder gibt es andere langfristige Gründe, weshalb die Haushalte sich verarmt fühlen oder reicher etc.? Nicht? Und ich schreibe einfach mal hier drunter positiv. Nicht? Also das ist übrigens, das wird manchmal, ich glaube, wir haben Omega vielleicht vorneweg. Ja, es ist, kann sein, dass ich das in der Reihenfolge, aber die Reihenfolge ist unwichtig. Ich glaube, ich mache das einfach mal für die Leute, die da Konsistenz suchen. Okay, also positive Abhängigkeit und auch positiv. Und dann gab es die Investitionen. Und wir hatten auch mal viele, viele Einflussfaktoren auf die Investitionen in Erwägung gezogen. Aber wir werden uns hier vorwiegend auf den Zins und auch auf das Tobin'sche Q. Und vor allen Dingen hier geht es um die Bewertung der zukünftigen Erwartungen von Unternehmen, von ihren Geschäftschancen und was die Investition bei gleicher Zinsbildung bestimmt. Und dann haben wir plus G und das haben wir exogenisiert. Das heißt, hier oben habe ich das ein bisschen vorweggenommen. Aber hier, die Idee ist einfach, die Regierungspolitik bezüglich der Staatsausgaben sei unabhängig von Y in direkte Beziehung. Es gibt keine Automatismen, es gibt nur eine Politikreaktion. Die kann man einfach so erklären. Und letztes Mal hatten wir die PCA-Funktion hinzugezogen. Nicht diese PCA-Funktion das ist cool, ne? Kann man das in den Leer schieben. Wir haben gesagt, okay, es gibt eine Abhängigkeit von Y, von Y Stern und von Sigma. Y sei BIP, deshalb gibt es diesen Multiplikator, negative Auswirkungen, positive Auswirkungen des ausländischen Einkommens auf unsere Außenbeitragsbildung oder Exporte in erster Linie. Und dann gibt es natürlich den realen Wechselkurs, wirkt negativ auf die PCA. Also gibt es hier eine Aufwertung des Euro, wird tendenziell mehr im Ausland aus dem Ausland bezogen und weniger Exporte werden hier im Ausland abgesetzt. Und hier haben wir eine negative Abhängigkeit, eine positive Abhängigkeit und das ist natürlich positiv. Also Sie haben jetzt die Zutaten für eine Analyse der Steigung der IS-Kurve. Und der nächste Schritt ist einfach mal, man nimmt eine totale Ableitung von dieser Gleichung. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass alle exogenen Dinge in Bewegung kommen kann. Aber mich interessiert eigentlich hier DI, DY. Ich will entlang der Kurve bleiben. Ich will nicht alles durcheinander bringen. Was passiert, wenn alle potenzielle Bewegungen exogen gesehen gleich Null gesetzt werden? Okay, dann bilden wir mal die totale Ableitung. Okay, und wir haben jetzt dy gleich. Und jetzt haben wir eine Funktion von zwei Faktoren. Da muss man die partielle, man muss die Kettenregel anschmeißen, also die partielle Ableitung von der Konsumfunktion auf Omega. Ich werde mal diese kurze Schreibweise benutzen. Also das ist C Omega definiert als C del C del Y Omega. Das ist die Empfindlichkeit der Konsumausgaben auf Vermögen. D Omega Querbalken plus DY D, also das heißt verfügbares Einkommen YD ist Steuern
abgezogen von meinem BIP, dy minus cy dt Querbalken. Das ist die Ableitung der ersten Komponente der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Ich lasse es noch da in Sicht. Plus i sub klein i di plus i sub q dq Balken. Nicht? Das ist die Gesamtbewegung der Investitionsausgaben in dieser Analyse aufgrund endogenen und exogenen Faktoren. Dann kommt plus dg Querbalken. Das ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, wird 1:1 beeinflusst durch die Staatsausgaben für Güter und Dienstleistungen. Dann kommt zum Schluss plus PCA, das ist eine Funktion von drei Variablen. Das heißt, diese Dreier müssen berücksichtigt werden. PCA sub y dy plus PCA y Stern dy Stern plus PCA sub sigma d sigma. Okay? Und übrigens, weil Sigma nicht in Bewegung kommen darf, wir werden mal einen Querbalken hier drüber schreiben. Erstmal später, nächste Woche werden wir die Endogenisierung des Wechselkurses mal vornehmen. Es wird alles ein bisschen haariger, aber nicht so sehr, dass man es nicht versteht. Also wir haben jetzt die Ableitung gebildet. Insofern habe ich mal erfasst, was kann überhaupt y und i in kleinen Veränderungen verbinden. Und um das zu wissen, müsste ich all diese Teile wissen. Nicht? Also, und das Schöne an dieser Analyse ist, jetzt vereinfachen wir. Wir sagen, okay, wir wollen eigentlich nur die Steigung dieser Kurve feststellen. Und deshalb müssen wir alle exogenen Variablen, exogenen Faktoren, exogenen Veränderungen gleich Null setzen. Nicht? Alle exogene Variation gleich 0. Okay, das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt. Das heißt, d Omega gleich 0 gleich dt Querbalken gleich dq Balken gleich dg. Also wir wollen selbst den Start ruhig halten, diese Analyse. Dy Stern aus Land ist auch, das ist nichts los. Und nicht? Also wir setzen alles gleich 0. Und was kriegen wir? Es ist ganz einfach. Wir kriegen dy ist gleich cyd dy plus i sub i di plus PCA sub y dy. Und der Rest ist weg per Annahme. Und dann der letzte Krönungsschritt ist einfach nach dy dy lösen. Und der Rest ist einfach, wir sammeln und was kriegen wir? Wir kriegen dy, dy ist gleich so. I sub i. Nee, das ist. Ja. 1 minus. PCA. Okay, das ist die Steigung meiner Kurve. Und Sie sehen ja, man kann das auch umschreiben als 1 durch y. Durch 1 minus y d. Minus PCA sub y. Okay, wir sehen sofort, dass die Empfindlichkeit der
Investitionsausgaben eine Rolle spielen. Und wir sehen auch, der Zusammensetzung der Empfindlichkeit der Nachfragekomponenten auf Einkommen wichtig sind. Und das werden wir gleich mal durchschauen. Aber man kann durchexerzieren, was bestimmt den Anstieg in verschiedenen Fällen. Zum Beispiel, wenn die Investitionsempfindlichkeit sehr, sehr klein sind, dann würde man DI, DY fast senkrecht oder so eine Quatsch, waagerecht sehen, also fast horizontale Neigung. Und wenn dieser Multiplikator auch sehr groß ist, wird diese DI, DY auch entsprechend klein sein. Also diese Steigung kann man gleich erfassen mit diesen drei Faktoren: Empfindlichkeit der Investition auf Zins, Empfindlichkeit der Konsumenten auf verfügbares Einkommen und natürlich die Empfindlichkeit des Außenbeitrags auf das BIP. Insofern haben wir mathematisch erfasst, was die drei Faktoren in einem Modell dafür sprechen. Das ist nicht der Multiplikator, aber es ist quasi ob diese IS-Kurve steil oder flach ist. Okay? Und genauso kann man vorgehen mit der LM-Kurve, das machen wir in der Übung. Nicht überraschend, die TR-Kurve, quasi TR-Kurve, ja, wie macht man neue Seiten? TR-Kurve, das war ganz einfach. Das war so ein Zielzins der Zentralbank und eine Empfindlichkeit der Zinspolitik auf die Abweichung des Outputs von einer Richtgröße, Ziel, Output der Zentralbank, sozusagen so ein Anker für die Zentralbankpolitik. Und je höher das Output-Niveau ist, bezogen auf Y-Querbalken, desto höher liegen die Zinsen. Und wenn man in Rezession ist, würde der Staat, die Zentralbank, den Zins senken. Und da sehen Sie, dass dieser Anstieg hängt nur von B ab. Also quasi die Politikempfindlichkeit der Zentralbank, sei es die EZB oder die Fed, wird bestimmt durch diese B-Faktor bestimmt, und das bestimmt auch den Anstieg oder die Steigung der TR-Kurve in der Analyse. Okay? Das sind zwei Analyseschritte, die man machen muss, um quasi festzustellen, wie diese Kurven in der Tat aussehen. Und je nachdem, ob diese IS-Kurve flach oder steil ist, gibt es Begrenzungen der Geldpolitik. Also wenn die TR-Kurve sich verschiebt, bei steiler IS-Kurve gibt es sehr wenig Reaktion des Outputs. Das heißt, logischerweise, die Investitionen reagieren nicht auf den Zins, und deshalb ist die Geldpolitik relativ machtlos. Andersrum, wenn die TR-Kurve relativ flach ist, wenn die Zentralbank kaum reagiert auf den Output, kann eine Bewegung der IS-Kurve große Output-Schwankungen hervorrufen. Man kann das anwenden auf die Fiskalpolitik im besagten Fall, oder nehmen wir mal Schweden. Schweden hat eine Zentralbank, ne, die ist unabhängig, weil sie keine feste Wechselkurse haben. Und die schwedische Fiskalpolitik beschließt jetzt, die Steuern zu senken. Was würde das für eine Auswirkung haben in Schweden? Das würde eigentlich durch die Zentralbankpolitik bestimmt in erster Linie. Und das wird man auch nächste Woche vertiefen. Also insofern haben wir ja die IS-Kurve, und der nächste Schritt wäre, das machen wir nächste Woche, wäre das auf die Multiplikatorenanalyse zu erweitern. Also das heißt, vorhin hatten wir all diese exogenen Faktoren gleich Null gesetzt, aber das ist genau die Musik. Jetzt, wenn sie so stark sind und quasi die Lösung dy gelöst nach all jenen exogenen Faktoren, können Sie sehen, okay, was passiert, wenn wir eine Verschiebung des Wechselkurses oder des Haushaltsvermögens haben, was hat das für eine Auswirkung auf Y und I. Das ist der zweite und der dritte Schritt. Nicht? Und das kann man auch grafisch machen, das machen wir gleich, um das mal
Und wir betonen jetzt, wir haben immer noch eine Welt ohne Kapitalmobilität. Das heißt, das beschreibt irgendwie die Welt der 60er Jahre oder der 50er Jahre. Jetzt müssen wir sofort zum nächsten Schritt berücksichtigen, dass Geld von Ausland reinschwappen kann oder nicht. Aber solange man erstmal das nicht versteht, dann kann man das andere überhaupt nicht verstehen. Das heißt, wir machen jetzt so eine Nachfragebewegung, eine grafische, komparative, statische Analyse, eine Rechtsverschiebung der IS-Kurve aufgrund einer Ausgabenerhöhung des Staates oder Steuersenkung oder Erhöhung des Haushaltsvermögens und mal gucken, was da passiert. Und da sehen Sie erstens faktisch, was passiert mit der IS-Kurve. Ist mal eine super Klausuraufgabe. Was passiert, wenn X passiert? Was passiert mit Y? Nicht? Dann sehen Sie, die alte IS-Kurve kann nicht mehr eine Gleichgewichtssituation sein, denn entlang der IS-Kurve kein Gleichgewicht mehr besteht. Im besagten Fall Staatsausgabenerhöhung, meinetwegen wegen der Flüchtlinge, führt zu einer Erhöhung der Ausgaben bei jedem Zins. Das heißt, jeder Punkt entlang der alten IS-Kurve entspricht einem Ungleichgewicht, eine Überschuss-Nachfragesituation. Alles müsste eigentlich nach rechts liegen, was im Gleichgewicht entspricht. Und die Zentralbank macht ihre Politik. Das heißt, es muss letztendlich zu Punkt C kommen. Also die volle Entfaltung der Nachfrage wird zum Teil verdrosselt durch die Zinserhöhung. Das war die Logik vom letzten Semester. Das heißt, eigentlich, wenn man rübergeht von I Stern von A, müsste man eigentlich ganz weiter nach rechts landen. Aber zumal der Zins reagiert hat durch die Zentralbankpolitik, wird es weniger Investitionen haben. Und das wirkt sozusagen etwas dämpfend auf die Nachfrageentwicklung. Aber die Nachfrage steigt auf jeden Fall. Man hat höhere Zinsen und mehr Output. Okay? Mehr Beschäftigung und so weiter. Das ist die keynesianische Analyse pur. Das war die keynesianische Analyse, als ich mal studiert habe, weil es kein Ausland gab. Ja, man könnte sich richtig mal schön auf das Inland konzentrieren, aber heute sehen wir das nicht mehr so möglich. Das heißt, wir müssen eine kleine Komplikation berücksichtigen und das ist diese Kapitalmobilität. Und wir haben gesehen, gerade in der Finanzkrise hat die Kapitalmobilität eine ganz große Rolle gespielt. Ein bestes Beispiel dafür ist Dänemark. Dänemark ist ein kleines Land neben Deutschland, hat den Euro nicht. Wir haben eine Zentralbank, die was tut. Die Zentralbank ist darauf fixiert, den Eurokurs konstant zu halten. Nicht? Das ist, und die Kapitalmobilität hat für Dänemark eine ganz große Rolle gespielt. Weil jeder Däne kann ihr Geld nach Deutschland bringen, nach Frankreich oder nach Amerika. Umgekehrt auch. Deutsche können meinetwegen, wenn sie Dänisch können oder Englisch können, können sie mal in eine dänische Bank gehen und irgendwie ein Konto eröffnen. Und das Finanzamt hat nichts dagegen, solange es angemeldet ist. Nicht? Und das hat auch Konsequenzen, weil ich meine, jemand muss quasi diese Euro gegen Kronen umtauschen. Und dieser Tausch hat auch Komplikationen. Insofern, internationale Kapitalmobilität gibt es die Möglichkeit einer Reaktion des Auslands auf eine Zinsbewegung im Inland zu berücksichtigen. Und bei hoher, ich meine, dänische Banken bieten ähnliche Bedingungen wie deutsche Banken. Das heißt, wenn die dänischen Zinsen attraktiver werden, werden einige Deutsche, gerade die in Schleswig-Holstein sind, werden mal versuchen, mal ein bisschen mehr aus dem kleinen Konto zu machen und Geld nach Dänemark bringen. Aber eigentlich geht es um Unternehmen oder Banken selber. Diese Kapitalbewegungen beziffern sich auf Milliarden in Sekundentakt. Ja, also das ist täglich, das sagt man immer so, das stimmt aber auch. Das Volumen am Devisenmarkt beträgt über 4 Billionen Dollar am Tag. Es betrifft nicht nur Dänemark, sondern die ganze Welt, aber es ist eine Menge Flüssigkeit da, also Liquidität ist vorhanden und diese Reaktionen sind sehr, sehr hoch auf kleine Zinsdifferenziale. Deshalb müssen wir das modellieren. Das heißt, wir werden immer von I Stern reden,
aus unserer Position heraus das ausländische Zinsniveau und dann werden wir vom inländischen I reden. Und die Kapitalmobilität reagiert sehr stark auf eine kleine Bewegung dieses Differentials. Vereinfachend kann man von I Stern reden als um Risiko angepasste Zinsniveau im Ausland. Ich meine, Sie sind ja alle im vierten oder was weiß ich Semester, Sie wissen ja, Zins ist nicht gleich Zins, es gibt verschiedene Qualitäten, Bonitäten etc. Aber wenn Sie nach Dänemark gehen, gehen Sie nicht mal in eine Bank, die gestern nicht existierte, sondern Sie gehen mal zu einer Bank, die eine Reputation hat, eine gewisse Bonität und so weiter hat. Das heißt, wir vergleichen jetzt I Stern in Dänemark gleicher Qualität mit I in Deutschland bzw. im Euroland. Und die Folge der Kapitalmobilität ist einfach, dass die Elastizität des Angebots so hoch ist, dass alles, was drüber liegt, über I Stern im vertretbaren Rahmen, führt zu Kapitalbewegungen. Wenn I Stern höher, kleiner I ist, wenn das Zinsniveau in Deutschland höher liegt als in Dänemark, dann fließt das Kapital nach Deutschland. Das Finanzkapital, ich meine nicht jetzt physisches Kapital, ich meine jetzt Bankverbindlichkeiten werden getauscht. Also Finanzkapital mit Füßen kommt nach Deutschland. Umgekehrt, I kleine I Stern, Kapital fließt ab. Okay? Und das ist eine Folge nicht nur der Europäischen Währungsunion, das ist eine Folge der Globalisierung. Man kann das alles verwerfen, man kann natürlich in andere Lehrveranstaltungen über die Folgen der Finanzierungsglobalisierung sprechen, hat viele Vorteile. Nicht, wenn Sie in Frankreich studieren, ist es nicht, müssen Sie nicht 10 Formulare ausfüllen, um Geld nach Frankreich zu bringen. Und wenn Sie als Importeur irgendwas aus Frankreich beziehen wollen, brauchen Sie nicht 10 Formulare auszufüllen und 10 Monate auf Ministerialerlaubnisse zu warten, sondern Sie kriegen das Geld heute in Sekunden. Und das heißt, Sie können Ihre Nachfragen befriedigen. Die Frage ist, wenn die Nachfrage mehr mit Finanzspielen zu tun hat als mit realer Wirtschaft, dann hat man vielleicht ein paar Schwierigkeiten damit. Und da muss man natürlich immer mal ein bisschen Ausmaß halten. Aber Kapitalmobilität ist nicht per se schlecht. Und was Sie da für YI unten stehen sehen, das ist ein Tippfehler. Das sollte nicht da sein, aber kommt vielleicht später. Okay? Das heißt, man muss bei Kapitalmobilität das schöne ISTR-Modell schon modifizieren. Man muss schon ein bisschen sagen, naja, das ist, muss irgendwas wegfallen lassen. Und es kommt darauf an, welches System man hat. Bei festen Wechselkursen hat man eigentlich gar keine Geldpolitik mehr. Die Dänen haben keine, die haben eine schöne Zentralbank, hässliches Gebäude, schöne Zentralbank. Die haben nur die Politik, den festen Wechselkurs einzuhalten. Das ist keine Geldpolitik, das ist eine Wechselkurspolitik. Das heißt, wenn die Dänen sich darauf einlassen, ein festes Wechselkurssystem zu haben, dann gibt es im Prinzip keine unabhängige Geldpolitik mehr, weil die Finanzbewegungen so gewaltig sind, dass man entweder den festen Wechselkurs aufgibt oder man gibt auch diesen Versuch auch auf eine unabhängige Geldpolitik zu verfolgen. Ja. Ich sage gleich. Ja, das war nur ein bisschen Teaser, damit Sie. Aber ich habe gesehen, dass Sie aufgepasst haben. Das ist gut, das ist schön. Nicht? Also es steht eigentlich da. Ne? Also bei festen Wechselkursen entfällt die Geldpolitik. Das ist die TR-Kurve. Die TR-Kurve erfasst die Geldpolitik. Und wenn man das ordentlich macht, mit festen Wechselkursen, gibt es keine TR-Kurve in Dänemark mehr. Und das wird Simon noch einmal wiederholen und reinhämmern. Nicht? Also im Grunde ist diese TR-Kurve nicht nur überflüssig, sie kann nicht sein. Es kann keine unabhängige Geldpolitik geben. Deshalb hat die Bundesbank sich aufgeregt, als man den Euro angenommen hat. Das war eine Aufgabe der Geldpolitik letztendlich. Die Bundesbank ist eigentlich jetzt Ausführende der Europäischen Zentralbank. Es ist immer so. Manche freuen sich darüber. Aber die Unabhängigkeit der Zentralbank wird gekippt in dem Moment, wo man sagt, okay, wir machen einen festen Wechselkurs. Weil klar, man muss ständig handeln und man handelt im eigenen Geld. Und wenn man kauft, dann spritzt man Liquidität ins System ein. Man kann die Zinsen nicht festhalten, wenn man gleichzeitig am Devisenmarkt ständig interveniert. Okay? Deshalb ist es so, dass in Dänemark man feste Wechselkurse hat, aber in Schweden hat man das nicht. Also die Schweden haben eine unabhängige Geldpolitik, wie wir
später sehen werden. Bei flexiblen Wechselkursen ist es ein bisschen anders. Also man kann die IS-Kurve mehr oder weniger wegfallen lassen. Es gibt Streitigkeiten, ob das wirklich kurzfristig so ist, aber auf jeden Fall mittelfristig. Und wir werden in unserem Kurs, wie die Literatur, wir werden auf die IS-Kurve verzichten. Also das heißt, bei festen Wechselkursen ist die Geldpolitik zwar unter der Kontrolle der Zentralbank, aber der Wechselkurs bewegt sich, wie er will. Wie in Schweden zum Beispiel. Die Schweden ärgern sich jetzt. Ich war gerade da, viele Kapitalflüsse, alle wollen nach Schweden. Schönes Land, sehr gut, läuft alles prima. Aber der Wechselkurs wertet auf und es wird alles sehr teuer. Ich habe gerade ein Bier bestellt am schönen Marktplatz. Es kostet 10 Euro für ein Bier. Das ist kein gutes Bier. Das sage ich jetzt gleich ins Fernsehen, ja. Das ganze Internet, die Internetwelt wird das mal in ein paar Wochen mitkriegen. Ich fand das eine Folge der Wechselkurspolitik. Nicht? Also man nimmt hin und die Schweden haben im Moment eine sehr gute Wirtschaftsentwicklung. Wir werden sehen, das passt ganz genau in dieses Bild. Ja, man kann das grafisch erfassen. Hier ist es. Internationale Kapitalmobilität bei festen Wechselkursen. TR-Kurve verschwindet. Und letztendlich geht es darum, wo sind wir? Wir sind bei Punkt A. Und Sie sehen ja, die Fiskalpolitik gewinnt enorm an Macht und Potenz bei diesem Regime. Eine Rechtsbewegung der IS-Kurve durch Fiskalpolitik hat große Auswirkungen auf die Nachfrage und Output, weil es keine Möglichkeit gibt für den Zins, eine Verdrängung zu bewirken. Normalerweise im normalen TR-Kurve ist positiv geneigt. Das würde heißen, die Zentralbank tritt auf die Bremse und insofern verdrosselt ein bisschen die wirtschaftliche Entwicklung. Nicht ganz, aber verlangsamt das, wirkt dämpfend. Aber bei offener Volkswirtschaft mit festen Wechselkursen hat die Fiskalpolitik eine unglaubliche Potenz nach oben, aber auch nach unten. Und das ist für mich eine Erklärung für Griechenland. Griechenland in einem trotz fehlender Offenheit hat auf der anderen Seite gewaltige Auswirkungen, weil die Kapitalflüsse in beiden Richtungen fließen. Das heißt, wenn die griechische Regierung eine Kürzung der Staatsausgaben vornimmt, wird das voll auf die Nachfrage durch. Es gibt keine Rückkopplung im positiven Sinne, im dämpfenden Sinne, wie man die Geldpolitik hätte. Die Griechen haben keine eigenständige Geldpolitik. Dann verstehen Sie sofort, warum diese Austerität so mächtig auswirkt, gerade bei festen Wechselkursen ganz, ganz potent. Man kann das umdrehen und sagen, bei internationaler Kapitalmobilität ist die Fiskalpolitik nicht mehr wirksam. Und in dem Ausmaß, dass wir sagen können, okay, wir lassen es erstmal ganz weg. Kurzfristig kann man darüber streiten, aber für die Analyse würde man sagen, Oberhand hat die Geldpolitik. Das heißt, die durch eine Rechts- oder Linksverschiebung der Geldpolitik, durch eine Änderung der Zielzinssetzung kann eine ganz mächtige Nachfrageauswirkung auslösen. Wir werden das in der Übung diese Woche nicht vertiefen, aber vielleicht wird Simon das mal erwähnen. Nächste Woche voll. Stellen Sie sich mal vor, die schwedische Regierung beschließt jetzt eine Senkung ihres Zielsatzes. Und das haben sie gemacht. Die haben jetzt negative Zinssätze für Banken, die ihre Einlagen bei der Zentralbank abgeben. Negativ, 0,5%. Das heißt, die Banken müssen zahlen. Nicht? Das heißt, Sie können sich vorstellen, das bewegt die Banken schon, irgendwas mit ihren Reserven zu machen. Nicht? Sie müssen zahlen, um Geld bei der Zentralbank abzugeben. Es ist noch nicht abgesichert auf die Konsumenten, aber vielleicht kommt es eines Tages. Aber die Inflation in Schweden ist sehr niedrig geworden, die machen sich Sorgen. Das heißt, sie senken jetzt den Zinszins. Das wirkt natürlich auch auf die Finanzmärkte und das führt zu möglicherweise zu einer Wechselkursbewegung. In diesem Fall wird das eine Abwertung sein. Das heißt, durch die Abwertung wird mehr Nachfrage stimuliert und die Schweden kriegen noch mehr Nachfrage auf den Tag gelegt als vorher. Das machen wir gleich mit Abbildung. Aber jetzt machen wir die Fiskalpolitik bei festen Wechselkursen, habe ich gerade gesagt. Das heißt, es trifft vielleicht hier in Deutschland auch zu, gerade jetzt, wo wir
möglicherweise sehr viel Fiskalpolitik in Bewegung kommen sehen. Gerade die, ich spiele immer darauf, das ist wichtig zu wissen, der Zustrom von Migranten hat tatsächlich auf den Staatshaushalt eine Auswirkung, die exogen ist. Aber auch zum Beispiel jetzt wird geredet über eine Rentenreform, man gibt ein bisschen mehr Geld aus für die Rentner. Das ist zwar nicht G, sondern T im Minus. Also man macht eine Art Steuersenkung, indem man die Steuern nicht anhebt oder man gibt mehr Transferzahlungen. Das bewirkt alles eine Rechtsverschiebung der IS-Kurve. Und Sie sehen die volle Entfaltung der Auswirkungen. Es gibt keine Verdrängung durch den Zins und auch nicht durch den Wechselkurs, weil fester Wechselkurs vorgegeben ist. Ebenso bei einer Absenkung des Zielzinses bei der Zentralbank, haben wir gerade durchgesprochen. Sie sehen das. Das heißt, die Folgen von Kapitalmobilität ist so zu erfassen, verbal. Es gibt ein Zinsdifferenzial zwischen Ländern und dieses Zinsdifferenzial entspricht nicht nur, aber entspricht schon Risikofaktoren. Zum Beispiel, wenn Sie Bundesanleihen in Frankreich oder in Deutschland mit ähnlichen Anleihen in Frankreich vergleichen, gibt es ein kleines Differential, relativ stabil, bewegt sich nur, wenn die Politik und die Fiskalpolitik der beiden Länder sich radikal bewegen und die Bonität des Landes jeweils in Frage gestellt wird. Wenn dieses sich ändert ohne Risikobegründung, dann kommt es zu Kapitalbewegungen, kurzfristigen Kapitalbewegungen. Und es geht hier, wie gesagt, um Finanzaktiva. Also die Franzosen würden nach Deutschland kommen, wenn die deutschen Zinsen ein bisschen tendenziell nach oben gehen. Und wir haben ja zwischen Frankreich und Deutschland ein absolut festes Wechselkurssystem. Wir haben den Euro. Also es gibt sehr, sehr unwahrscheinliche Umweltzustände, wo die Franzosen nächstes Jahr austreten aus dem Euroraum. Das könnte passieren, aber ich beziffere das mit sehr, sehr kleiner Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es geht um eine Finanztransaktion, die quasi die Eigentümerschaft von Finanzaktiva betrifft. Also Franzosen verkaufen ihre deutschen Sparbücher und gehen zurück nach Frankreich. Und da entsprechen natürlich Finanztraktionen, die wir aus der Finanzrechnung, aus der internationalen Transaktionskonten kennen. Und mit der Folge, dass I-Stern wieder hergestellt wird hierzulande. Wenn hierzulande das I zum Beispiel ansteigt, wird die Kapitalflüsse von Frankreich kommend so gesteigert kommen, dass I-Stern wieder, das Auslandszinsniveau wieder hergestellt wird. Und wie passiert das? Jetzt gehen wir weg von Deutschland, Frankreich, weil diese Vorgänge gar nicht vorkommt, aber zwischen Dänemark und Deutschland, das ist ein sehr gutes Beispiel aus der dänischen Perspektive. Sie fixieren den Kronenkurs auf 7,5 oder was weiß ich, Kronen pro Euro. Und aus der Perspektive, wenn das raufgeht, ist es eine Abwertung, nicht wahr? Das ist die Preisnotierung. Ich sage es einfach nur mal so, weil Sie vielleicht in Verwirrung kommen. Aber wir werden immer sagen, Sigma geht rauf, heißt eine Aufwertung, nicht? Also Sigma runter ist eine Abwertung. Eigentlich sollen die Dänen den Euro mit Kronen bepreisen. Das wäre die korrekte Mengennotierung aus der dänischen Sicht. Aber die Finanzmärkte haben sich anders entschieden und machen das mit Preisnotierung. Frage mich nicht. Also es ist vielleicht mit Dezimalstellen ein bisschen schwierig zu arbeiten. Aber auf jeden Fall muss man fragen, was passiert in diesem Fall? Warum ist es so, dass die Dänen ihre Unabhängigkeit der Zentralbankpolitik aufgeben, wenn sie sagen, wir wollen jetzt den Eurokurs fixieren? Und die Dänen müssen das nicht machen. Sie können das unilateral aufgeben. Sie sind ein Teil des sogenannten europäischen Wechselkurssystems 2. Das Nachfolgearrangement von EWS 1 vor dem Euro, also vor 99. Die Dänen haben den Euro nicht gewollt, aber sie wollten den festen Wechselkurs. Was passiert dann? Also man muss immer fragen, diese Konten helfen uns ungemein, um zu sehen, wo da nicht nur das Geld ist, sondern auch wo das Geld hingeht. Und es geht hier um Geld im Sinne von M1 oder M2. Der Begriff ist wichtig in der internationalen
Wirtschaft. Meine Geldmenge wird häufiger vergessen heutzutage als vor 20 Jahren. Aber bei diesen Transaktionen ist absolut wichtig. Ich rede jetzt von einer Situation, wo die Dänen über ihre Zentralbank versuchen, den dänischen Wechselkurs gegenüber dem Euro festzulegen. Und sie macht das mit Hilfe der Foreign Assets. Da oben links. Das sind ihre Reserven an Devisen. Nicht Bankreserven, sondern Reserven an Devisen, Dollar, vor allen Dingen Euro, aber auch vielleicht Pfund. Und das können sie als Munition um der Spekulation entgegenzuwirken, beziehungsweise einfach zu verkaufen, wenn der Markt kaufen will und zu kaufen, wenn der Markt verkaufen will. So funktioniert das. Aber in dem Moment, wo das passiert, hat das Auswirkungen auf die Verbindlichkeiten der Zentralbank. Und diese Verbindlichkeiten sind letztendlich Aktiva der Geschäftsbanken und Basis für die Schöpfung von Geld. Das heißt, jedes Mal, wenn die dänische Zentralbank versucht, unilateral die Geldmenge zu ändern, wird das konterkariert durch Kapitalflüsse und die Geldpolitik wird rückwirkend vernichtet. Also, wie gesagt, Devisen ist die Munition der Zentralbank, um quasi diese Politik durchzuführen. Man musste genug haben. Also die Europäische Zentralbank hat aber Milliarden von Dollar und sonstigen Devisen. Aber zumal das ein Euro-Raum ist, gibt es keine D-Mark und französische Franc mehr. Das heißt, diese Währungen sind verschwunden. Und es geht nur darum, was hat man an Verbindlichkeiten ausländischer Zentralbanken. In der dänischen Zentralbank gibt es sehr viele sehr viel Euro-Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, kann man gleich einsetzen. Man hat auch Dollar, man hat andere Währungen. Und das hat Konsequenzen, wenn man interveniert. Nicht? Also die Kapitalmobilität führt dazu, und ich werde jetzt ja mal durchsprechen, verbal, damit Sie das noch einmal verstehen. Erstmal Richtwert I-Stern, was ist das? Das wäre aus dänischer Sicht der Zins im Euroland, weil das in dem Gebiet, wo der Wechselkurs festgelegt werden sollte, also das Geld, Provenienz Euroland. Und I-Stern ist im Prinzip die Geldpolitik der anderen. Aber es gibt mögliche andere Dinge, wie gesagt, ich habe schon von Risikoprämie gesprochen, das ist immer ein sehr wichtiger Faktor, aber zwischen Dänemark und Euroland gibt es sehr wenig Risikodifferenzial, die Zinsen sind sehr ähnlich. Nicht? Es gibt möglicherweise die Erwartung, dass die Dänen abwerten oder aufwerten. Das könnte sehr wichtig sein. Wenn die Leute plötzlich erwarten, dass die dänische Krone aufgewertet wird, was würden sie denn machen? Bei gleichem Zins würde ich mal mein Geld von hier nach Dänemark bringen. Dann könnte man von einem Kapitalgewinn profitieren in dem Moment, wo tatsächlich dieser Wechselkurs geändert wird. Und vor der Einführung des Euro war das wirklich Chaos manchmal in den Wochenenden, wo die Minister sich getroffen haben auf einer Insel im Mittelmeer, haben sie sich entschieden, ja, wir machen jetzt eine Aufwertung der D-Mark, Abwertung des belgischen Francs oder sonst was. Und da haben die Spekulanten, die haben natürlich darauf gestürzt. Heutzutage geht es nicht mehr. Mit Internet ist sowas sofort publik. Man hat so ein Handy, filmt den Finanzminister aus seinem Auto steigen und dann wird sofort verkauft. Heutzutage ist es nicht mehr möglich. Insofern ist der Euro eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe das alles erlebt, kann man gar nicht verstehen, wie das funktioniert hat. Das war eigentlich ziemlich chaotisch. Die Alternative ist flexible Kurse. Man sagt, okay, lassen wir alles freigeben, dann haben wir jeden Tag 5% rauf und runter und die Leute müssen damit klarkommen. Und wenn Sie mehr wissen wollen darüber, kommen Sie in meine Vorlesung Europäische Integration, da gehen wir auf die Vor- und Nachteile von Wechselkursen ein. Aber hier müssen Sie sich vorstellen können, es gibt Vorteile, es gibt auch große Nachteile von flexiblen Wechselkursen. Auf jeden Fall bei, egal wie auch immer die Wechselkurse bestimmt werden, I-Stern gibt es da und bei Kapitalmobilität kann man die Menschen dahin oder kann man davon laufen. Und es heißt auch, dass sie Kredite aufnehmen können. Ich meine, das Interessante heutzutage, sie können nach Dänemark gehen und versuchen mal bei einer dänischen Bank einen Kredit aufzutreiben. Und das ist nicht Betrug. Kredit ist okay. Ich meine, wenn die dänische Bank clever genug ist und ihre Bonität überprüft, vielleicht haben sie das, vielleicht haben sie Kollateral, sie haben
was zum Verpfänden da oder was weiß ich. Vielleicht wollen Sie ein Haus kaufen und das nach dem deutschen Recht irgendwie hier auch mal als Objekt dienen kann, zur Sicherung, Besicherung dieses Darlehens dienen kann, dann umso besser. Aber das würde heißen, Dänen können mal Kredit aufnehmen und das Geld nach Deutschland bringen, oder Deutsche können nach Dänemark gehen, Kredite aufnehmen. Das heißt, diese I-Stern ist sehr, sehr gehebelt und durch Hebeln noch wuchtiger und schwieriger für die Zentralbank gegenzusteuern. Das heißt, wenn Sie den Wechselkurs setzen wollen, dann müssen Sie da bereit sein, quasi alle möglichen Maßnahmen zu treffen, inklusive Kreditaufnahme bei den Zentralbanken im Ausland, um den Wechselkurs zu verteidigen. Wir werden I-Stern als exogen ansehen, wohl wissend, dass es sich ändern kann. Und da ist der Kern der Analyse, dieser Unterschied I-Stern. Eigentlich im Gleichgewicht kann es nicht unterschiedlich sein, das ist die Grundannahme. Aber wenn eine Abweichung kommt, da kommen verschiedene Kräfte und Zwänge in Bewegung und das hängt vom Wechselkursregime ab. Das heißt, das einzige Wichtige, was Sie gelernt haben heute, ist, dass es wichtig ist zu wissen, bin ich in einem Regime feste Wechselkurse, sprich Dänemark vis-à-vis Euro, oder bin ich in einem Regime flexible Wechselkurse, Vereinigtes Königreich gegenüber Euro. Nicht? Und da spielen sich Welten ab, die völlig anders sind. Und die Konsequenzen von I ungleich I-Stern kommt durch eine Kapitalbewegung mit monetäre Auswirkung oder zu einer Ab- oder Aufwertung als Folge. Und da wird es wirklich exciting. Ne? In dem Moment wird es wirklich interessant, Zentralbanker zu sein. Wenn Sie Zentralbanker, Sie ziehen sich wie also richtig grau an, auch die Frauen, die gehen mal in ein langweiliges Büro und machen gar nichts den ganzen Tag, bis irgendeine Krise kommt. Und dann wird es richtig exciting, dann ist es eine aufregende Zeit. Und deshalb sage ich ja, die Zentralbanken müssen erst in dem Moment aufstehen und was bewirken, wenn diese Krise kommt. Und gerade bei festen versus flexiblen Wechselkursen ist das das Interessante. Ich sage es nochmal ganz verbal zunächst einmal, wenn I größer I-Stern kommt, es zu Kapitalzuflüssen. Die Ausländer kommen hierher, kaufen unsere Währung, unsere Vermögenswerte, das heißt auch Bankaktiva, Bundesschatz, Briefe, Anleihen und die profitieren von diesem Zinsdifferenzial sogar mit Hebel, sogar mit Kredit. Also es gibt Leute, die Kredite aufnehmen, um quasi aus diesem kleinen Differenzial viel Geld zu machen. Nicht? Und das führt sofort zu einer Tendenz Aufwertung. Klar, Milliarden kommen und wollen unser Euro, das heißt der Euro müsste auch aufgewertet werden. Das ist eine Tendenz. Und jetzt bei festen Wechselkursen darf es nicht sein. Also wir haben gerade gesagt, feste Wechselkurse kann keine Aufwertung vorkommen. Das heißt, die Zentralbank muss eingreifen im Moment, muss die Devisenzuflüsse aufkaufen, bezahlt mit eigenem Geld. Also Hans-Werner Sinn spricht von Gelddrucken. Okay, das kann man auch sagen. Also irgendwie muss die Zentralbank Verbindlichkeiten von sich selber schaffen, um diese Devisenzuflüsse zu kaufen. Und es kommt zu einer Aufblähung der Bilanz. Länge, wenn Sie wollen. Ja? Also die Banken zunächst einmal kriegen, wenn Sie, die Banken sind die Händler von Devisen in der Regel, es geht um Bankverbindlichkeiten, die gehandelt werden, es geht nicht um Cash, ja? Also man bringt keinen Koffer von Dollarscheinen oder Kronen, also Sie haben, also Kronen 7 zu 1, macht man gar nicht. Also man macht das über Bankguthaben, aber die Banken Guthaben werden natürlich bei der Zentralbank landen irgendwann mal. Die Zentralbank muss quasi das Gut schreiben bei den Geschäftsbanken in jeweils Europa, Euroraum und in Dänemark. Und das heißt, die Zentralbanken müssen es bezahlen. Und sie bezahlen es mit eigenen Verbindlichkeiten. Und das heißt, die Zentralbankmenge auf rechter Hand der Zentralbankbilanz steigt demzufolge. Und demzufolge steigt auch die Kreditvergabe von den Geschäftsbanken. Das heißt, solange es einen Multiplikator gibt, einen Geldmarktmultiplikator gibt, würde man quasi eine Bewegung in diese Richtung haben. Also man spricht von einer TR-Kurve, die nicht existiert, habe ich schon gesagt. Also die TR-Kurve kann man vergessen und ich erkläre, warum die TR-Kurve letztendlich nicht mehr Gültigkeit hat.
Deshalb ist es gestrichelt. Nicht? Das heißt, die Zentralbank könnte versuchen, die Zinssätze zu erhöhen, den Zielzins zu erhöhen, aber es führt zu einem gewaltigen Kapitalzufluss. Die Zentralbank muss quasi per Vereinbarung diesen Zufluss aufkaufen und sie macht rückgängig die Zinserhöhung, die sie beschlossen haben. Sie versorgt den Markt mit mehr Liquidität, die Zinssätze fallen und sie wird so lange fallen, bis man auf Punkt B kommt. Nicht? Also insofern die Zentralbank ist bei einem festen Wechselkurssystem ein bisschen ausgeliefert. Keine Chance, Unabhängigkeit zu entfalten. Es sei denn, man schafft wieder Devisenkontrollen. Und es gibt tatsächlich Ökonomen, die das mittlerweile wieder befürworten. Aber das war eigentlich ganz modern, die abzuschaffen, um uns die Vorteile zu bescheren von Kapitalmobilität. Ja, wenn Sie Erasmus-Mensch irgendwie nach Holland gehen oder nach Spanien, ist es viel leichter, das zu bewerkstelligen heutzutage als vor 20 Jahren. Nicht? Sie müssen es nicht irgendwie mal in einen Koffer packen und versuchen mal an den Zoll vorbeizukommen. Also das ist heutzutage schon ein Fortschritt, also man kann darüber diskutieren. Also insofern haben wir ja eine Erklärung für diese Potenz der Fiskalpolitik bei Kapitalmobilität. Und ich wollte Ihnen mal die Folgen davon erzählen. Also wenn ein Land tatsächlich in den Genuss kommt, eine Rechtsverschiebung der IS-Kurve, und zwar richtig kräftig wie in China, und trotzdem feste Wechselkurse haben möchte, wie in den letzten 15 Jahren in China, kommt man nicht umhin, Auswirkungen der Zentralbankbilanz zu erleben, die ganz gewaltig sind. Das heißt, die Chinesen haben, um den Dollarkurs niedrig zu halten, haben so viele Dollar angehäuft, wie man sich nicht vorstellen kann. Also wenn Sie das mal, das endet 2011, aber ich habe das mal aktualisieren lassen, es ging bis 4 hin, also leicht über 4, glaube ich, 4, das ist hier Billions of Dollars, hier haben wir Tausende, das heißt, es ist Billionen Deutsch, also 10 hoch 12, ja. Man landete bei 4, leicht über 4 und seit der Krise in China geht das zurück, weil die Chinesen jetzt mit ihrem Geld ins Ausland gehen und die Chinesen wollen natürlich auch keine Abwertung, das heißt, sie verkaufen die Dollar an die Chinesen, auch vorwiegend an ihre Firmen, die Kapitalflucht betreiben. Aber dieser Aufbau ist ungeheuerlich. Das ist ein Fünftel der Wirtschaftsleistung der USA gemessen am Bestand. Nicht? Das ist eine Menge Devisenreserven. Nicht alle Dollar, aber vorwiegend US-Dollar. Nicht? Das heißt, das ist die Aufgabe der unabhängigen Geldpolitik. Und die chinesische Wirtschaft ist gewachsen, deshalb hat es nicht sofort zu Inflation geführt. Aber sie müssen sich darum kümmern. Sie müssen sich Sorgen machen, dass vielleicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren inflationäre Auswirkungen diese Geldpolitik sich entfalten könnte. Ja. Ja, ich rede nicht über Waffen in dieser Vorlesung. Bei mir dürfen keine Waffen geführt werden. Ja, schockartig Dollar verkaufen. Ja, können Sie machen. Aber das ist natürlich ein bisschen Schuss nach hinten. Das ist Ihr eigenes Vermögen. Also viel intelligenter wäre, das langsam an Dritte auszugeben, nicht? Also um irgendwelche Kupferminen zu kaufen oder Ölvorkommen zu sichern. Was Sie tun. Ja, aber Sie müssen es nicht in Amerika ausgeben, um den Wert Ihrer eigenen Dollar zu gefährden. Also wenn Sie tatsächlich das als Waffe einsetzen, dann würden Sie sich selbst erschießen, weil es ist Ihr Vermögen. Sie haben Güter nach Amerika verkauft. Eigentlich sind Sie die weniger cleveren, weil Sie die haben Papiere, nicht mal Papier, die haben irgendwelche Einträge in der Zentralbankbilanz jetzt gut geschrieben bekommen, aber die Güter sind in Amerika. Ja, aber der Wert? Ja. Das heißt, wenn plötzlich der Dollarkurs abstürzt, haben Sie ein Problem, Ihre Waffen verlaufen. Ja, wie gesagt, ich möchte lieber nicht über Waffen reden, weil ich gegen Waffen bin, aber das ist ein guter Punkt. Man muss aber zur Kenntnis nehmen, das ist Fakt. Und die Chinesen haben damit leben können. Und wie gesagt, wenn Sie das fortschreiben, gibt es einen Absturz. Seit 6 Monaten verkaufen Sie wie die Weltmeister, aber Sie sind immer noch über 3. Das heißt, Sie sind längst nicht ganz unten.
Und ich meine, wenn Sie intelligent sind, können Sie das für die Fiskalpolitik benutzen. Sie haben Reserven, Sie können zum Beispiel Infrastrukturausgaben, Sie können das sinnvoll für Ausbau des Sozialsystems in China. Das werden Sie wahrscheinlich langsam, also auf die einheimischen Konsumausgaben umschwenken. Aber das sind Strukturmaßnahmen, sehr schwer schnell zu bewerkstelligen. Okay, das heißt, wir haben das mal, man kann das rückwärts spielen, man kann genau das im Rückwärtsbewegung machen. Also was passiert, wenn ich feste Wechselkurse habe wie Dänemark und es kommt zu einer Katastrophe und es gibt Kapitalabflüsse? Das würde eine endogene Verkleinerung der Geldmenge führen, also eine Kontraktion der Geldpolitik, solange die Dänen an ihrem festen Wechselkurs halten. Das heißt, es geht in beiden Richtungen symmetrisch, nicht? Also das heißt, Zentralbank würde versuchen, solange es geht, irgendwie ihre Devisenbestände zu verkaufen, um quasi diese Kronen aus dem Verkehr zu ziehen. Und das können sie nur so lange machen, dass sie überhaupt Euros besitzen. Sonst müssen sie mal die Europäische Zentralbank, den Draghi anrufen und fragen, kann ich einen Kredit haben? Ich meine, es ist auch kein Scherz. Das ist passiert zwischen England und Deutschland. Als England und Deutschland feste Wechselkurse hat die Bank of England mal Kredite von der Bundesbank bekommen, um quasi das Pfund zu unterstützen. Also es kann natürlich, wenn die Foreign Reserves, also wenn die Devisenreserven auf Null gehen, hat man ein Problem. Man kann nicht mehr intervenieren, man hat nichts zu verkaufen. Also insofern ganz spannend. Aber die Geldmenge ist sozusagen endogenisiert durch dieses feste Wechselkurssystem. Nicht? Also da muss man wirklich im Klaren sein, es gibt Vorteile für den Handel, für die Integration, für den Außenhandel. Feste Wechselkurse sind gut, es ist ein Vorteil, aber Nachteil ist, dass es keine Geldpolitik mehr gibt. Wenn wir ein Problem haben, sind wir den ausländischen Geld, dem Geldsystem sozusagen ausgeliefert. Natürlich kann man kann irgendwelche Kapitalverkehrskontrollen einführen, aber das entspricht nicht der Realität. Kapitalverkehrskontrollen sind schwer einzuhalten. Was wird man machen? Also in der Schweiz kann man mehr Zoll einstellen. Die Leute würden jeden Koffer durchsuchen nach Geldscheinen. Aber heutzutage kann man das leider sehr, sehr viel schneller und undurchsichtiger machen über Panama oder die Cayman-Inseln. Insofern schwer. Es gibt verschiedene Varianten. Vielleicht wird Simon das mal durchsprechen. Es gibt, ich meine, was wir zwischen Deutschland und Griechenland haben, das ist absolut fest, felsenfest. Das ist ein Geld, eigenes Geld. Es gibt keine Zentralbankintervenierung. Eigentlich das Relevante hier ist Dänemark oder Currency Board. Das ist auch so diese Währungsbehörde, die es in Estland oder Hongkong oder teilweise in Bulgarien gegeben hat. Und es gibt natürlich Unilaterale. Wie gesagt, China hat kein Abkommen mit den USA, aber hat versucht, mal den Wechselkurs relativ stabil und niedrig zu halten, lange, lange Jahre. Jetzt bestreiten sie es. Ja, also wenn man mit chinesischen Zentralbankern heutzutage redet, streiten sie alles ab. Und die Wechselkurse sind etwas mehr beweglich, aber die Evidenz ist eben... Sowas kommt nicht von ungefähr. Das ist kein Betriebsunfall. Ne? Also die Chinesen haben tatsächlich sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg entschieden, Dollar zu kaufen. Und das nicht nur, weil sie Amerikaner lieben, sondern sie wollen ihren Wechselkurs mal verteidigen. Okay, in der letzten Sekunde möchte ich mal folgenden. Nächste Woche machen wir die flexible Wechselkursvariante. Aber hier sollen Sie mal sehen. Also ich habe das schon darauf angedeutet, man ist dem internationalen Geschehen ein bisschen ausgesetzt, wenn man ein festes Wechselkursregime haben will. Und wie gesagt, in Dänemark war das so, nach der Finanzkrise, nachdem Frau Merkel gesagt hat, die Ersparnisse sind sicher, die Dänen haben alle gesagt, Mensch, was mache ich hier in Dänemark? Haben sie ihr Geld nach Deutschland gebracht? Und man hat bei den Sparkassen in Norddeutschland mal beobachtet, plötzlich viel mehr Guthaben bei Ausländern aus dem Norden. Nicht? Weil die Dänen Frau Merkel sehr ernst genommen hat. Man sollte Frau Merkel immer ernst nehmen. Und das war vielleicht für sie eine gute Sache. Aber für Dänemark war das nicht so toll, weil die Zentralbank plötzlich Devisenabflüsse ohne Ende hatte. Das heißt, sie musste ihre Euro verkaufen, um den dänischen festen Wechselkurs zum Euro aufrechtzuerhalten. Und das kann man tatsächlich so sehen in diesem Diagramm. Also ausgehend von Punkt A
und plötzlich ist die Zielrendite im Ausland höher. Das ist so eine Möglichkeit, das zu verstehen, was in Deutschland war es plötzlich attraktiver als in Dänemark und die Leute haben ihr Geld abgezogen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Also wenn die Geldpolitik impotent ist oder nicht existierend ist, müsste man bei Punkt B landen. Das heißt, die Dänen müssen durch ihre Devisenverkäufe die Geldbedingungen in Dänemark so anziehen und die Zinssätze anziehen bis zum Punkt B. Und das löst eine Rezession in Dänemark aus. Nicht? Also das ist der Haken bei festen Wechselkursen. Wenn es zu einer exogenen Erhöhung des ausländischen Zinssatzes kommt, dann hat man Punkt B. Und wenn man eine eigene Währung hätte, könnte man abwerten und dann hätte man Punkt C. Weil die IS-Kurve durch eine Abwertung nach rechts geschoben wird. Das werden wir nächste Woche nochmal sehen. Das heißt, Punkt B oder Punkt C, welche möchten Sie denn haben? Also kurzfristig wäre Punkt C natürlich interessanter. Nachteil von Punkt C ist, dass man eine Abwertung hat, die vielleicht später Inflation auslöst. Oder es hat bestimmte andere Konsequenzen, die die Leute nicht mögen. Aber auf jeden Fall ist Punkt B kurzfristig etwas schmerzhaft. Das ist sozusagen, wir bleiben im System, wir beißen mal zu und machen das. Führt zu einer Rezession von Punkt A zu Punkt B. Und die dänische Situation ist sehr einleuchtend in dieser Beziehung. Okay, nächste Woche machen wir Floating, also flexible Wechselkurse. Und dann ziehen wir das alles zusammen in einer formalen Analyse, wie mit diesem schönen Gerät hier dargestellt. Und Simon wird das ausführlicher in der Übung darstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.